Es wird Nacht über Mannheim. Im wahrsten Sinne des Wortes 1:5 liegen die Adler gegen den deutschen Meister nach 40 Minuten hinten. Diese Geste sagt mehr als jedes Wort. Nach dem 1:5 kam Juri Zivzer für Dennis Endras ins Tor. Und Juri Zivzer, der kam auch im Halbfinale gegen die Wolfsburger, als man mit 0:3 hinten lag. Man wird sich denken, Mann, 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 was ist da denn los? So eine Mail hast du gerade bekommen aus den Vereinigten Staaten. Ja, St. Louis. Marcel Gotsch guckt natürlich auch zu, schaut, was sein Bruder macht und schreibt genau diese Nachricht so. Was ist denn da bitte los? Grüße. Grüße natürlich von hier aus. Da fangen zurück. Morgen die Playoffs an. Ja. Grüße zurück. Viel Glück. Und jetzt sind wir gespannt, nachdem wir gesagt haben, Job Ward hat immer eine Antwort, hat immer irgendwas im Ärmel. Jetzt ist der Coach natürlich auch gefragt. Wir sehen es positiv. Mannheim weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht in dieser Saison. Im Halbfinale hat man dreimal ein 0:3 noch gedreht und das in einen Sieg. Diesmal ist es ein Tor mehr, aber um ehrlich zu sein, ist der Gegner natürlich auch ein anderer. Mannheim wird trotzdem alles versuchen. Mannheim kommt mit John Rowe. Aber Timo Pinmann. Ja, hast du recht. Das ist ein anderer Gegner und der weiß natürlich auch, was im Halbfinale passiert ist. Also, er kennt ja diese Situation auch, dass Wolfsburg halt immer geführt hat und dann hinten raus immer dieses Spiel verloren hat. Und ich glaube, das werden sie auch ansprechen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass man jetzt versucht, auch weiterhin mitzuspielen. Also nicht sich nur nach hinten in die eigene Zone zurückzieht, sondern einfach auch das normale Eishockeyspiel auch weiterführt. Brandon Yip. Und dann erlaubt er Weitschuss in Ingolstadt. Das ist Niki Gotsch, der Bruder von Marcel. Feierte schon eine Meisterschaft mit den Hannover Scorpions 2010. War aber auch einer von vielen, die dabei waren bei diesem Finalschock, der jetzt vielleicht auch wieder einigen hier im Stadion hochkommt, als man in Finale 4 gegen die Eisbären 5:2 führte, 14 Minuten vor dem Ende. Und am Ende nicht nur das Spiel, sondern in Spiel 5 dann auch die Meisterschaft verloren. Strafe kommt gegen Alexandre Picard, heißt drittes Überzahlspiel für Mannheim. Ja, natürlich grundsätzlich erstmal eine sehr gute Möglichkeit, gleich zum Anfang des Drittels, 30 Sekunden sind gespielt, auch wieder heranzukommen. Kai Hospit. Sehr guter Move von Jochen Hecht und sieht man natürlich auf der anderen Seite auch Kehlmeier total abgeklärt. Wenn auch aus solchen Situationen hat Jared Ross zum Beispiel das Tor geschossen im zweiten Drittel und es bleibt auch zu Beginn dieses letzten Drittels weiter viel Vorspiel, wenig Abschluss bei Mannheim, bei Ingolstadt eigentlich genau anders. Ja, ist richtig, also sehr effizient die Ingolstädter bis jetzt. Aber abwarten. Also ich meine, 20 Minuten ist immer viel, kann viel passieren. Brad Yip. Mattis Foster und Kai Hospit. Hospit, gute Körpertäuschung am ersten vorbei, aber dann wieder runtergegangen, Schuss geblockt, Benedikt Schopper. Und auch hier wieder Dustin Friesen, diese unbedingte Hingabe. Diese Pässe, diese Schüsse wegzunehmen, die ist bei Ingolstadt so unglaublich ausgeprägt. Das hat ja auch Larry Horas vorhin erzählt, also Opfer bringen. Du musst dich wirklich überall opfern für die Mannschaft. Pielmeier zweimal
und Strafe angezeigt. Und zwar gegen Mannheim. Brandon Yip wird hinaus müssen. Aber vielleicht nicht allein. Zunächst der Schuss, dann wird natürlich nachgegangen. So, und es werden... wird nur Brandon Yip hinausgestellt wegen des Stockschlags. Gleich am Anfang dieser Szene zu sehen. Damit geht es erst einmal weiter. 4 gegen 4. Ja, das ist natürlich jetzt eher ärgerlich für die Adler. Ich meine, wenn du eine Überzahlmöglichkeit hast, dann sollte man auch versuchen, diese einfach auch auszunutzen. Und jetzt ist das Überzahlspiel wieder dahin. Auch da die Veranschaulichung. Positive Emotionen, die Ingolstadt immer mitzieht durch geblockte Schüsse. Negative Emotionen, wie eben Brandon Yip, der seiner Mannschaft da den Vorteil hat. Absolut, ja. Und Ingolstadt, das kann man sich vorstellen, hat er ja jetzt so unendlich viel Zeit. Unendlich viel Zeit, und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass sie jetzt noch die letzten 6 Sekunden abwarten, um selber ein Überzahlspiel aufziehen zu können. Köpchen. Und Alexandre Picard ist zurück. Damit jetzt 1 Minute 18 Überzahl für den ERC. Juri Zivzer steht zum 8. Mal in den vergangenen 11 Jahren im Finale. 5-mal Meister, allerdings nie als Nummer 1. Also du meinst, man sollte dahin wechseln, wo Juri Zivzer ist? Dann hat man zumindest das Finale schon mal sicher. Markus Kink. In der Mitte zieht Andrew Choudry durch. Choudry, aber auch hier Schläger von Brooks, großartig kontrolliert. Der Liberty. Andere Seite, Juri Zivzer. Für den Torhüter nicht immer einfach, im Spiel reingeworfen zu werden. Dafür ist der Backup aber ausgebildet. Er weiß, was kommt. Er muss es wissen. Und Juri Zivzer ist vielleicht sogar der beste Backup in der Liga. Seine Zahlen sprechen auf jeden Fall für ihn. Ja, ist natürlich nie einfach für einen Spieler, wenn du da gerade als Torhüter nach 40 Minuten mehr oder weniger ins Spiel reingeworfen wirst. Aber er kennt halt diese Situation, und da kann man sich eigentlich auch auf ihn immer hundertprozentig verlassen. Martin Köpchen. Länger Köpchen. Echt blockt den Schuss. Sie finden auch Brandon Buck immer wieder auf der Außenposition. Geilinger. Kommt und ist wieder im Tor. Und es ist wieder die 9. Und die heißt Brandon Buck mit seinem 10. Playoff-Tor. Das schafften zuletzt Christoph Ullmann und Thomas Greilinger im Jahr 2012. Da kommt jetzt noch Scheibenglück dazu. Wir sehen das jetzt bei diesem Pass an den Schlittschuh, und er springt Buck sowas von auf die Kelle. Ja, aber grundsätzlich, glaube ich, muss man auch wieder sagen, dieser Aufbau von diesem Überzahlspiel einfach super herausgespielt. Brandon Buck holt sich die Scheibe ab, lässt sie liegen, macht sich selber noch mal ein bisschen mehr Eis, dass er besser die Scheibe annehmen kann von Patrick Köpfchen wieder, und kommt relativ easy dann ins Angriffsdrittel. Also sieht schon sehr, sehr gut aus. Wieder ein Big Bang for Buck.
mit etwas Glück, aber auch viel Können, haut er das Ding unter die Latte. Da bekommen wir so langsam aber sicher zur höchsten Playoff-Heimniederlage eines Teams. Das ist sehr, sehr lange her. Wir müssen weit zurückgehen. Finale 96. Ah, zu der Geschichte später, denn es gibt jetzt reichlich Faust-Action. Und zwar richtig. Jean-François Boucher dabei. Da entwickeln sich zwei, drei Brandherde. Und da ist jetzt jeder, der auf dem Eis ist, mit dabei. So, gezeichnet Curtis Foster, der wird zunächst mal in Einzelhaft verfrachtet, ebenso sein Kontrahent Jean-François Boucher. Die hinter dem Tor haben immer noch nicht genug. Aber das ist allerdings mehr Kuschel-Nonsens und jetzt schon mehr Nuschel-Konsens. Man ist sich langsam aber sicher einig. Ja. Ja, aber da ist natürlich auch viel Frost jetzt schon mit dabei. Also die ganze Situation ging eigentlich von Curtis Foster aus, hinten in der Ecke mit Boucher. So, zunächst hier Boucher und Foster. Also Foster will das. Ja. Foster forciert das, Boucher mit einem müden Lächeln zunächst mal, erkennt dann den Ernst der Lage und ist durchaus in selbiger, da ordentlich hinzulangen. So, und während hier die Strafen noch diskutiert werden, also die höchste Heimniederlage in den Playoffs, auch in einem Finale, 96, Köln damals zu Hause in Spiel 3, 0:5 gegen die DEG. Wir schauen uns erstmal Schönes an, nämlich erneut das Tor von Brandon Buck zum 6:1. Wie du vorhin schon gesagt hast, ein bisschen Scheibenglück sicherlich dann auch mit bei. Aber ich denke, dass 50% war der Aufbau schon gewesen zu diesem Tor. So, Patrick Köpfchen, Markus King, man kennt sich, man schätzt sich, die diskutieren das jetzt und warten erstmal auf die Entscheidungen. Der Schiedsrichter, sowas gehört natürlich am Ende auch dazu. Man nennt das immer schön Zeichen setzen, aber sagt Mannheim eigentlich nur, Jungs, egal wie es steht, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Es ist auch noch nicht die Zeit dazu. Am Ende ist es nur ein Spiel, nur Spiel 3 und es ist noch viel Eishockey zu spielen. Absolut, ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Also es ist ein Spiel, Zeichen setzen ist immer wichtig. Auf der anderen Seite wird sich natürlich jetzt hier kein Ingolstädter irgendwie einfach verprügeln lassen, weil es direkt sein steht. Da werden sie schon auch dagegen halten. Und, aber du hast recht, also die Meisterschaft wird nach 4 Siegen entschieden für eine Mannschaft und nicht nach 2. Tore, Spaß, Frust und viele Fäuste. Eishockey, so heißt es ja auch, ist ja auch die kindlichste Art, seine Zeit als Erwachsener zu verbringen. Sven, kannst du dem beipflichten? Absolut, ja, logisch. Also ich meine, da hat man ja auch mal die Möglichkeit, mal seine Energie da irgendwie freien Lauf zu lassen. Von daher, wichtig ist, dass man danach auch... Du hattest ja auch gute Technik, nicht nur mit den Schlittschuhen, du warst ja auch durchaus bekannt dafür. Ja, also die Technik war bei mir nicht so ausgereift, glaub ich mal. Also da gab es ganz andere Spezialisten. Ja, aber das ist halt so, da sind Emotionen auch immer dabei. Aber du kannst ja auch nicht sagen, dass du nicht gern hingelangt hast, denn niemand in der DL hat mehr Strafminuten als du. Ja, sicherlich. Also klar, will man natürlich auch immer... seinem Team oder sich selber dann auch in die bessere Situation bringen, ist doch ganz normal. Also. So, Strafmaß ist noch nicht vollzogen. Es sitzen bei Mannheim auf jeden Fall schon mal 3. Und bei Ingolstadt der 2. Das heißt wohl, 2 Strafen hier
wird Ingolstadt Powerplay spielen. So, auch das schaut man sich mal an. 1:6 und das ganze Stadion steht weiter hinter den Adlern. Ja, das haben wir ja auch im Endeffekt gerade eben gesagt. Also, selbst wenn dieses Spiel jetzt verloren geht, dann steht es 2:1, mehr nicht. Also, ja, kann so viel noch passieren. Die Adler haben bis heute alle 6 Heimspiele in diesen Playoffs gewonnen. Da helfen dann ja auch Tricks. Könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass im nächsten Heimspiel Weißer Aberglauben auch ein großes Ding, dass man dann vielleicht die roten Trikots auspackt, oder? Auch ja, nicht. Also es gibt alle möglichen Variationen, die man jetzt ausprobieren kann. Und wir haben vorhin auch drüber gesprochen, mit früher Anreisen, woanders hin ins Hotel und was es da eigentlich für Möglichkeiten immer gibt. Ich glaube nicht, dass hier alle da untätig bleiben. So einen erlauben. Allerdings weiß der wirklich auch mit der Torwartkette. Ja, das ist ja das Verrückte. Also das ist ja kein Zufall. Also das macht er schon bewusst so. Auch da hat nicht viel gefehlt. Christoph Gavlik. Der kommt jetzt auch in Überzahl. Also Larry Juras lässt jetzt alle. Martin Davidek. Ja, die machen einfach immer weiter Ingolstadt. Auch wenn die hier 6:1 führen, gehen die weiter in die Zweikämpfe, blocken die Schüsse, stören den Aufbau. Ja, und ich muss natürlich sagen, macht natürlich Larry Rojas gerade sehr, sehr stark, dass er auch die vierte Reihe immer wieder bringt, gerade in der Situation jetzt, um auch den Spielern aus der ersten bzw. zweiten Reihe dann auch mal ein bisschen mehr Luft zu gönnen. Und man sieht es ja, also mit Riesenchancen sogar. Hat ihm nicht viel gefehlt. Christoph Gavlik. Ingolstadt zieht das jetzt sehr weit auseinander. Bak Tatiček. Pika. Dennis Reul. Auch hier Tatiček wieder vehement nachgegangen. Und jetzt kommt Jamie Tardif wieder zurück, der die 2+2 abgesessen hatte für Foster. Und damit Mannheim komplett. Ja, außer Clever geht's. Scheibe über die Rote, tief ins gegnerische Drittel. Sehr schwer für die Adler da durchzukommen. Strafe wird kommen gegen Mannheim, gegen Brandon Yip. Der versucht jetzt Ingolstadt zu provozieren, geht aber selbst, da war kein Puck gespielt hier gegen John Liberty. Das sind natürlich auch Sachen mit Wirkung, da von hinten ins Bein hinein. Sven, es ist auf jeden Fall kein Gentleman. Nee, überhaupt Stilett. Nicht. Also da sollten auch die Schiedsrichter aufpassen. Ich meine, da kann man sich auch schon ernsthafter verletzen, wenn du den Gegenspieler nicht mehr siehst.
Ingolstadt darf weiter an seinem Powerplay feilen für den weiteren Verlauf dieser Serie. Zwei haben sie versenkt bislang in dieser Partie. So, die verzögert sich, weil die Nummer von Brandon Yip oben falsch angezeigt ist. Jetzt alles richtig eingegeben und damit kann gespielt werden. Jeff Swess, den Puck gelangt. Bretton Brooks. Jared Ross. Und Ronny Arendt. Der Meister zieht sein Ding hier durch und alle werden sich daran gewöhnen müssen, dass es sehr wenige Mittel gibt, dieses Ding irgendwie zu stören. Perrier, Brooks. Derek Hahn. Perrier kann das Ganze natürlich locker jetzt nach hinten spielen, nach hinten gehen. Es sind alles Sekunden, alles Situationen, die für den ERC sprechen und laufen. Alexandre Picard. Ja, die Ingolstädter haben natürlich die Zeit, keine Frage. Und die Mannheimer, wenn sie natürlich nur in Unterzahl spielen, können sie eigentlich gar nicht versuchen, wieder ranzukommen. Also so, weil wenn man ehrlich ist, wenn werden die jetzt auch nur noch versuchen, diese Zeit so schnell wie möglich unterlaufen zu lassen, dass man dann endlich von diesem Eis der Schmach herunterkommt. Es gibt da praktisch eine Riesenpause jetzt. Wird erst am Freitag wieder gespielt. Also man hat morgen vielleicht sogar mal einen Tag komplett frei. Auch das ist ja so ein Ding, Ingolstadt zum Beispiel. Die haben gestern trainiert, sind dann hergefahren, haben heute früh wieder trainiert. Wie ist das so mit Regeneration, Training oder ist das Training nur regenerativ in so einer Serie? Ja, also gerade in so einer Serie warten wir mal kurz die Möglichkeit ab. So, da unten geht es noch mal ordentlich zur Sache. Wir lösen das gleich noch mal auf. Kurzer Powerbreak, der letzte. So, oder auch nicht. Wir nehmen hier einen echt guten Boxkampf mit Richmond gegen Jeff Swess. Und auch dieser Punkt geht an Ingolstadt. Ja, mit Jeff Swess muss man sich auch gar nicht unbedingt anlegen, weil das ist ein Mega-Ochse. So, nettes Grinsen in die Kamera und jetzt die kurze Pause. So, ausspannen für Timo Pielmeier in Finale Spiel 3. Auch das kann man sich nicht täglich erlauben. Drückt aber auch irgendwie die Stimmung im Moment hier in diesem Spiel aus. Ingolstadt kommt zu einem hohen, aber keinesfalls locker erspielten Sieg hier in Mannheim. Ich glaube, das darf man jetzt schon mal auf jeden Fall konstatieren. Aber dieses Spiel zeigt deutlich, welche Klasse Ingolstadt hat. Ja, auch technisch. Also ist ja jetzt nicht nur Schuss und irgendwie vielleicht glücklich abgefälscht. Also ist ja technisch auch wirklich sehr, sehr versiert. Auch hier technisch versiert. Jeff Swess, das ist einer, der es kann. Manche können es ja nicht, der kann es. Der hat schon ganz andere niedergestreckt. Der hat unter anderem auch Douglas Murray von den Kölner Haien mal ordentlich sogar mit einem Knockout zu Boden gestreckt. Dafür hält sich Danny Richmond hier ganz gut, muss aber am Ende auch niederknien vor
einem, von dem man durchaus sagen kann, touched by the fist of God. Also das ist wirklich ein richtiger Brocken, der Swest. Also, aber hat er grundsätzlich auch gut gemacht. Also. Aber vorausgehend ist natürlich, oder die Sache ist so entstanden, dass hier sieht man es ganz gut, Ronny Ahren nochmal in Vielmeier so reinfährt. Und dann ist natürlich klar, dass da jede Mannschaft seinen Tor wieder schützen möchte. So, da ist auch viel Luft dabei, aber die entscheidenden Dinger ist jetzt definitiv Jeff Swess. Beide gehen im Übrigen dafür für 2 plus 2. Und nichts auf den Peters. Ah, und eine 10er kam auch noch dazu, also 2 plus 2 plus 10. Für die beiden ist damit das Spiel gelaufen. Ändert nichts an 5 gegen 5 auf dem Max. Es wird sich nach diesem Spiel und vor allem in Spiel 4 dann zeigen, welche Größe diese Mannheimer Mannschaft hat. Ob sie mit solchen Niederschlägen umgehen kann. Ja, also gerade in den Serien davor mehr oder weniger relativ easy dann durchgehst. In der Meisterschaft, in der Vorrunde, haben sie auch jetzt nicht unbedingt viele Situationen gehabt, wo es dann richtig hart wurde. Muss man abwarten. Auf der anderen Seite ist natürlich, wir haben wir auch schon besprochen heute, jedes Spiel ist ein anderes Spiel. Da geht es wieder bei 0-0 los. Also wenn man dieses Spiel gewinnt, dann steht es wieder ausgeglichen. Also von daher. Es werden noch alle nach dem Spiel sagen, Ergebnis egal. Es ist nur ein einziges Spiel in einer Serie. Ja, aber anders kann man auch gar nicht rangehen. Also wenn man sich da über dieses Spiel jetzt noch Gedanken macht, dann ist man ja mit dem Kopf nicht hundertprozentig dabei. Also von daher hat man die Möglichkeit, jetzt in 3 Tagen wieder den Ausgleich zu erzielen. Dennis Reul hier mit Offensivaktion, aber verblickt im Schoß von Timo Bielmeier. Gavlik. Auch hier wieder dieses Spielverständnis von Christoph Gavlik, das wir schon angesprochen haben, dass er einfach ein Gespür dafür hat, wo der Puck hinkommen wird. Ja, das ist halt ein Spieler, der unwahrscheinlich gut liest. Strafe wieder angezeigt gegen die Adler, hoher Stock gegen Jochen Hecht. So, wir sehen es hier, eingehakt und dann noch nach oben gezogen von Jochen Hecht. Und das ist wieder mal Christoph Gavlik, dessen Fantasie oft Flügel hat. Ich habe das Gefühl, als wenn du mal irgendwelche Zitate von... Du weißt doch, Christoph Gavlik hat sich ja als schwerer Helene Fischer-Fan. Ja, ich glaube, das ist... Du kennst die ganzen Lieder, oder? Nicht alle. Nicht alle. Der ist nicht, nicht schlecht. Derek Hunt. Wenn ihr habt ja viel gewonnen in den Playoffs mit den Eisbären Berlin. Hattest du je so eine Situation, in der du so aussichtslos zurücklagst und wusstest, Mann, ist da noch lang zu spielen? Kann das nicht endlich vorbei sein? Ja,
Ja, na, so eine Situation hat man öfter mal. Also, ich meine, aber das prägt dich ja auch. Also dann weißt du genau, wie du in so einer Situation eigentlich am besten mit umgehen kannst oder umgehen solltest. Und Markus Kind ist dann wieder dazwischen. Ein sehr weiser Eishockey-Philosoph mit Namen Arno Delcurto, jüngster Schweizer Meister, ja, mit Davos wieder geworden, hat mal gesagt, man lernt nicht nur aus Siegen, sondern man lernt auch aus großen Niederlagen. Also ich bin der Meinung, man lernt eigentlich viel, viel mehr aus Niederlagen. Also das bringt dich, da weißt du genau, wie du Situation vielleicht anders regeln musst, um dann erfolgreich zu sein. Und so eine Situation hat man öfter gehabt, dass man aussichtslos zurück ist. Aber man muss das halt auch lernen, abzuschalten und dann sich auf die neuen... Einzige Problem ist, man muss es schnell lernen, sonst ist die Serie vorbei. Ja, gut, aber es gibt auch Leute, die oder Spieler, die lernen es halt in dieser Saison und können es nächste Saison dann halt auch schon anwenden. Zur Strafe gegen Mannheim, Sinan Akhtar, Spielverzögerung, damit wird ziemlich voll auf der Bank der Adler und 1:10 darf Ingolstadt jetzt doppelte Überzahl spielen. Frieren tut da keiner auf der Strafbank. Nee, da so ganz viel hier oben auch nicht. So, jetzt wieder Powerplay und natürlich ist er auf dem Eis. Holt sich jetzt hinten den Puck. Der Gunner des ERC Ingolstadt, Brandon Buck. Auf die Kager. Brandon Buck. Auch in Düsseldorf können sie davon ein Lied singen. Brandon Buck. Abgelegt, Köpfchen. So, das ist sehr, sehr gemächlich gespielt jetzt von Ingolstadt. Brandon Buck. Variante jetzt mit Positionswechseln. Hager. Patrick Köpfchen. Buck ist schnell, bekommt den Puck hier noch. Jochen Hecht kommt zurück. Damit überstehen die Adler die 3-5. Noch nicht aber das gesamte Powerplay. Ja, muss man aber auch auf der anderen Seite sagen, die Panther, die lassen es natürlich wirklich relativ ruhig angehen, spielen die Scheibe eigentlich außen rum. Erzwingen gar nicht irgendeine Situation jetzt da vorm Torhüter oder so. Nehmen die Zeit genüsslich mit. Genau, also. Christoph Gavlik, sein DEL-Debüt gab er im Jahr 2004 für die Adler Mannheim. Damals 2 Spiele, dann ging es weiter. Mit Erfolg. Er hat mittlerweile 4-mal den Titel in der DEL geholt. 3-mal mit den Eisbären und in der vergangenen Saison mit Ingolstadt. Benedikt Schopper. So, die Adler spielen wieder zu fünft. Das
ist jetzt eigentlich ein Spiel, das keines mehr ist. Und Mannheim muss eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein Eishockeyspieler braucht, eigentlich sofort nach Schlusspfiff versuchen. Nämlich die Amnesie. Sofort vergessen, was war. Und sofort daran denken, was kommen kann und was gut werden kann. Ja, was kommen kann, also was kommen wird auch. Also ich meine, es, die nächsten Spiele sind ja, die kommen ja definitiv. Also ich meine, die Serie ist eine, einfach nur entschieden, wenn vier Siege eingefahren wurden. Vorher ist nicht wirklich was passiert und jedes Spiel muss sowieso gespielt werden. Vergebliche Bemühungen weiterhin der Adler, hier irgendwie in Richtung Timo Pihlmeier zu kommen. Aber auch hier zu sehen, sie werden so an die Bande gedrängt, auf außen gehalten. Ja, da geht jetzt nicht mehr viel. Keine Frage. Und auch der geht noch durch zwei durch für Patrick Hager. Sinan Akta. Also die Luft aus diesem Spiel ist definitiv schon raus und spätestens Jeff Swess hat mit seiner letzten Rechten gegen Danny Richmond Mannheim komplett diese Luft, wenn sie denn noch da war, genommen. Hier setzt bereits die große Stadionflucht ein. Sitzplätze auf der Gegengeraden, schon fast zur Hälfte leer. Aber sie dürfen natürlich alle wiederkommen, denn in Mannheim wird definitiv noch weiter gespielt. Spiel 5 am kommenden Sonntag. Dann wieder hier 14.10 Uhr live in der Servus Hockey Night. Und mit Spiel 4 geht es weiter am Freitag. Ullmann noch einmal. Und selbst wenn Ingolstadt etwas zurückschaltet, kommen immer noch keine Schüsse durch. Ja, aber sie einfach sehr, sehr kompakt jetzt spielen. Sie sind wirklich zu fünft auf der Innenseite in meinem eigenen Drittel. Lassen sich da überhaupt gar nicht anbrennen, mehr oder weniger. Und dann ist es natürlich immer schwer, auch einfach durch fünf Mann durchzuspielen. Also Tuche in dieser Partie zu blicken. Michel Peria, Brandon Brooks, Aaron Brocklehorst, Jared Ross, Jordan Liberty. Es waren definitiv diese 31 Sekunden zum Ende des zweiten Drittels, die Larry Juras dieses Grinsen aufs Gesicht gezaubert haben, als Ingolstadt von 3:1 auf 5:1 erhöht hat.
Strafe wird es geben gegen Ingolstadt. Aus den Friesen wird er noch hinausgehen. So, aber auch hier holt Ingolstadt viel Zeit heraus. Großbild. Wieder nix. Im Hinblick aufs nächste Spiel sollte man vielleicht jetzt doch noch mal versuchen, gerade in Überzahl jetzt noch mal einfach ein Tor zu erzielen. So, Blick auf Benedikt Schopper. Heute wieder einmal 6 geblockte Schüsse von Ingolstadt. Verteidiger. Das sind da Werte, die eigentlich in den Statistiken immer viel zu kurz kommen. Ja, Sven, denn das ist wirklich Hingabe fürs Team und das sind auch Sachen, die auf der Bank und intern ja genauso bejubelt werden wie ein Tor. Ja, also eigentlich sind so eine Sachen fast noch mehr wert, weil man hat es auch vorhin gesehen, da hat er einen Schuss mit der, ja, sage ich, fast am Schlüsselbein oder Hals geblockt. Also da muss man schon extrem tough sein, dann so eine Schüsse auch einfach zu nehmen. Da sieht man es nochmal. Die letzten 30 Sekunden in dieser Partie laufen. Auch wenn es hart ist, aber heute heißt es für die Adler, Diagnose, Totalschaden. Aber es ist etwas Zeit, 72 Stunden, denn man weiß, es liegen alle Werkzeuge bereit. Die Adler haben das, sie müssen es nur irgendwie zusammen in die Werkzeugkiste packen. Ja, also ich sage es ja immer wieder, also klar verliert man dieses Spiel und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man es dann im Endeffekt auch so hoch verliert. Man sagt zwar mal, ob nur 1:6 oder 1:2, ist völlig egal. Dann kann man vielleicht besser abschalten von diesem Spiel. Kurz analysieren, was hat man falsch gemacht. Und dann guckt man eigentlich schon aufs nächste Spiel. Und nur so kann es auch funktionieren. Dennoch wird man sich natürlich Gedanken machen müssen über 11 Gegentore in den letzten beiden Partien. Dafür haben sie einen Tag mehr Zeit. Und offensiv findet man keinen Weg, um Ingolstadt in Verlegenheit zu bringen. Jetzt ist es aus Adlersicht endlich aus und Ingolstadt jubelt kurz. Aber Ingolstadt darf auch jubeln. Sie haben hier ein unglaublich gutes Spiel hingelegt. Ein sehr gutes Auswärtsspiel hingelegt. Relativ einfach gespielt über die Scheibe, über Bande. Viele Spieler auch in den Lauf angespielt, dass sie komplett ihren Speed mitnehmen konnten und dann im Endeffekt auch sehr effizient gewesen. Demnach Glückwunsch nach Ingolstadt. Und sie setzen damit eine neue Bestmarke, nämlich sie holen sich den höchsten Playoff-Auswärtssieg in der Geschichte der deutschen Eishockey-Liga. Dieses Geschichtsbuch weiterschreiben, das hat Ingolstadt noch lange nicht beendet. Timo Pehlmeier, auch heute, vor allem im ersten Drittel, unglaublich stark, wie er Ingolstadt da im Spiel gehalten hat. Ja. Und es bleibt weiterhin dabei, seit Viertelfinale 7 nie mehr als 2 Gegentore. Ja, also das spricht natürlich brutal für die Abwehrleistung eigentlich auch. Und trotz alledem muss ich noch sagen, der Pehlmeier, der ist ja nicht nur stark selber, sondern er strahlt auch eine extreme Ruhe noch gleichzeitig aus. Und das macht so eine Mannschaft natürlich noch stärker. So, damit heißt danke an dich, Sven, hier. Sehr heiße Stunden in der SAP Arena. Aber wir haben natürlich noch den Man of the Day und der steht bei Konstantin Kloster. Man of the Day. Und der Man of the Day ist heute Patrick Hager vom ERC Ingolstadt. Patrick, deine Medaille, herzlichen Glückwunsch. Unter anderem 2 Tore vorbereitet mit unglaublichem Forechecking. Aber eine Frage muss ich nochmal abseits des Spiels stellen. Du hast dich eben noch lange mit dem Schiedsrichter hier unterhalten. Es war sehr angeregt, die Unterhaltung. Was habt ihr gequatscht? Ja, ich glaube, die haben
mein Interview im letzten Spiel in der ersten Halbzeit mitbekommen, wo ich ein paar kritische Worte gegenüber den Schiedsrichtern gehabt habe. Aber ich muss sagen, heute haben sie das Spiel super unter Kontrolle gehabt und dann kann man sie auch mal loben an der richtigen Stelle. Ihr hattet das Spiel allerdings auch super unter Kontrolle, zumindest ab Drittel 2. Was war denn heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, ich denke, dass wir das erste Drittel mit Unentschieden überstanden haben. Wir haben gewusst, Mannheim wird eine Reaktion zeigen nach dem Heimsieg von uns und haben eigentlich im ersten Drittel zwar einige Chancen zugelassen, aber trotzdem unheimlich viele Schüsse geblockt und unheimlich wenig Fehler eigentlich gemacht. Und dann sind wir im zweiten und dritten Drittel immer besser in Schwung gekommen. Haben einfach, glaube ich, die schlaueren Entscheidungen getroffen, haben die Scheiben tief gebracht, haben versucht, die Verteidiger zu drehen und über unseren Vorcheck einfach Druck aufzubauen. Und das war, glaube ich, heute der Schlüssel zum Erfolg. 11 Tore in den letzten 2 Spielen. Es scheint, dass ihr den Weg gefunden habt. Ja, wir wissen aber auch, dass es nicht jedes Mal so sein wird. Jetzt haben wir 2 Spiele gehabt, wo wir vorne die Tore gemacht haben. Aber wir haben immer noch 2 Siege vor uns, die wir brauchen. Und am Freitag geht es wieder von vorne los, da wird es wieder ein großer Kampf werden. Die werden wieder zu uns kommen und versuchen natürlich das Heimrecht zurückzukriegen. Und an uns liegt es halt einfach, das Heimrecht jetzt zu halten. Und dementsprechend wird es am Freitag genauso heiß hergehen wie heute auch. Danke, Patrick. Bitte. Dankeschön. Und natürlich wollten wir auch eine Mannheimer Stimme nach diesem Spiel hören. Allerdings haben mehrere Spieler den Kopf geschüttelt und waren nicht dazu bereit, ein Interview zu geben. Da scheint der Frust wirklich sehr, sehr tief zu sitzen. Und damit ins Studio zu Holger Speckern und Rick Holtmann. Ja, vielen Dank, Konstantin. Da sehen wir noch mal das angeregte Gespräch der Schiris mit Patrick Hagert. Ja, kein Mannheimer wollte sich stellen. Ja, können wir auch so ein bisschen verstehen, weil das hat jetzt schon wehgetan, auch in der Höhe, ne? Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Und ich meine, letztendlich schaffen sie es auch nicht, Tore zu erzielen, ist oft angesprochen worden. Ich glaube, Tore erzielst du dann auch leichter, wenn du eine gewisse Lockerheit hast. Diese Lockerheit war nach 20 Minuten bei Mannheim nicht mehr zu merken. Auch die ganze Serie über merkt man schon den Druck auf ihn. Und dieser Druck ist natürlich mit diesem Auswärtssieg von Ingolstadt noch deutlicher heute und noch stärker geworden. Ja, Basti und Felle haben es oben schon gesagt. Die haben jetzt 72 Stunden Zeit, das zu verdauen. Und dann geht es weiter, natürlich auch bei uns bei Servus TV mit Eishockey. Wir schauen mal drauf, wie es bei uns weitergeht. Und zwar geht es los dann am Freitag mit Finale 4 um 19.15 Uhr dann in Ingolstadt. Am Sonntag Spiel 5 auf jeden Fall dann hier in Mannheim, natürlich gegen Ingolstadt. Und wenn es ein Spiel 6 geben sollte, was wir heute noch nicht wissen, dann am Mittwoch, den 22.04. um 19.15 Uhr. Bei uns im Programm geht es jetzt auch noch weiter, nämlich mit einem Bauerndrama. Und das heißt, wie auch sonst, das Feld. Bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hat wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Sagen Tschüss zu Ihnen. Tschüss.